Hallo ihr Lieben, heute komme ich mit einem ganz besonderen Video auf euch zu. Heute vergleiche ich nämlich zwei Wagen. Das ist einmal auf der linken Seite die Koyo Oko Kaffeewaage mit Autotimer 2.0 für 50 Euro im Handel erhältlich und rechts die Time More Black Mirror Nano für ungefähr 100 bis 120 Euro erhältlich. Ich habe mich für diese beiden Wagen entschieden, weil beide die gleichen Spezifikationen haben, nämlich einen Akku und Wasserdichtigkeit und natürlich eine Resolution bis 0,1 Gramm. Ihr seht schon, dass die Inhalte genau identisch sind. Beide haben ein USB-C-Kabel, eine Matte für den Siebträger als Temperaturschutz und die Waage selber. Die Timer ist, wie ihr seht, ordentlicher verpackt und gleichzeitig spüre ich jetzt schon, dass sie wertiger verarbeitet ist. Nämlich komplett aus Metall im Vergleich zu Koyo Oko aus Plastik. Hier seht ihr kurz, wie ein Siebträger auf die Waagen passt, auf die Koyo Oko kein Problem, bei der Timer etwas kippeliger. Wenn man aber die Abdeckung umdreht, entsteht für einen Siebträger eine kleine Halterung. Und dann ist das bei keiner der Wagen überhaupt ein Problem. Hier sind die Wagen direkt nebeneinander. Ich wollte hier mal die Größe vergleichen und auch euch das Gewicht zeigen. Die Timer wiegt ungefähr 265 Gramm und ist deutlich kleiner als die Koyo Oko. Die Koyo Oko wiegt 328 Gramm und ist deutlich größer als die Timer. Man kann trotzdem bei der Timer das Gewicht ablesen, da das Display nach vorne zeigt. Hier seht ihr die Timer-Funktion beider Wagen und wie schnell sie reagieren. Außerdem seht ihr, dass man die Koyo Oko oben bedient und die Timer an den Seiten. Hier ein kurzer Tara-Test, damit ihr seht, wie schnell sie reagieren. Und bei der Koyo Oko tariere ich fast auf der falschen Seite, was mich immer wieder verwirrt hat. Beide Wagen haben mehrere Modi. Durch zwei Tipps auf den Timer kommt man bei der Koyo Oko durch die Modi, der eine für Pour Over und der andere für Espresso, bei der Timer durch dreimaliges Tippen in den automatischen Modus aka Filterkaffee, in den Espresso Modus und nochmal in den komplett manuellen Modus. Jetzt zeige ich euch hier die Wiegeresolution. Beide Wagen messen schnell und auf die Bohne genau. Hier nochmal mit einem Siebträger in der Seitenansicht und jede Bohne wird gemessen. Bei der Koyo Oko passt der Siebträger in jeder Orientierung perfekt drauf und die Waage misst mit Abweichung von 0,1 Gramm, egal wie der Siebträger auf der Waage liegt. Bei der Timer passt der Siebträger gerade so drauf. Aber auch diese Waage ist super genau und löst jede Bohne ganz genau auf. Hochkant passt der Siebträger gar nicht drauf und nur zu den Seiten ausgerichtet passt der Siebträger drauf. Wenn man die Matte umdreht, ist es natürlich etwas einfacher. Ein Problem, was ich bemerkt habe, ist die Abweichung der beiden Seiten. Denn die Timer schafft es nicht, die Gewichtsunterschiede auszugleichen und erzeugt einen Messfehler von 0,4 Gramm. Hier einmal, wie die Waage unter meinem Siebträger passt. Und hier ist das größte Problem für mich mit der Koyo Oko Waage. Da nicht alle vier Füße unter den Siebträger passen, drückt die Waage die Wiegezelle runter und die Waage erkennt Gewicht, obwohl gar keins aufliegt. Leider passiert das in jeglicher Orientierung, so dass die Waage tatsächlich unbenutzbar ist. Die Timer Black Mirror Nano steht auch nicht auf ihren Füßchen, aber für diese Waage ist das kein Problem. Zwei Tassen passen gerade so auf die Timer Nano und hier seht ihr ein Problem, was ich mit der Timer habe, nämlich dass die Tasten manchmal nicht reagieren. Kurzer Spoiler, nach drei Wochen habe ich mich aber daran gewöhnt. Sie misst kontinuierlich
super gut den Espresso. Hier nochmal die Seitenansicht des gerade beschriebenen Problems. Während die Koyooko gar nicht passt, passt die Timer gut, auch wenn die Füße nicht auf dem Siebträger stehen, und es passt egal wie rum. So, und ich bin jetzt wieder am gleichen Platz, weil ich das Intro 4 Tage später aufgenommen habe, aber ich hatte jetzt diese 4 Tage, um beide Wagen ausgiebig zu testen. Und mein großes Fazit ist, beide Wagen haben Schwächen, aber sind beide besser als die Brewster Smart Scale 2. Gehen wir mal auf die einzelnen Wagen ein. Zunächst auf die Timor. Sie ist super hochwertig verarbeitet. Aber eine Sache, die mich richtig stört, sind die Tasten. Es gibt diesen physischen An- und Ausschalter, der fühlt sich super an. Der Rest wird über Touch betrieben und das ist keine elegante Lösung. Denn manchmal tippe ich auf den Timer-Knopf und der Timer startet nicht. Manchmal halte ich den Standby-Knopf gedrückt, aber die Waage geht nicht in den Standby, obwohl mein Finger fest drauf ist. Und wenn man den Modus von Espresso auf Pour-Over wechseln möchte, muss man die Taste 3-mal hintereinander schnell drücken. Ich habe es noch nicht einmal geschafft, geradewegs in den Modus zu wechseln, weil ich immer irgendwie einen misse und dann den Timer einfach starte oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich, wirklich komisch mit dieser Touch-Bedienung. Aber ehrlich gesagt hören da auch schon die Frustration mit der Timer auf. Und jetzt zu Koyooko. Ein Problem, was ich mit dieser Waage habe, ist, dass sie nicht durchdacht wirkt. Und es ist doch schon die Version 2.0, oder? Ich gebe euch jetzt mal ein paar Beispiele, warum ich das denke. Zunächst einmal ist es eine akkubetriebene Waage. Wenn ich sie dann anschalte, sehe ich aber nur 2 Sachen, nämlich die Zeit und das Gewicht. Über den Akkustand verliert die Waage kein Wort. Ich weiß also nicht, ob, wenn ich sie mitnehme, der Akku leer ist oder voll ist. Ich muss sie eigentlich nur auf Verdacht laden. Es kann auch sein, dass am nächsten Morgen, wenn ich liegen will, die Waage einfach leer ist. Dann habe ich wohl Pech gehabt. Während die Timer sich komplett manuell ausschalten lässt, so dass die Touch-Tasten nicht mehr reagieren, kann man das mit der Koyooko nicht machen. Und jetzt kommt der schlimmere Part, denn diese Buttons hier sind nicht nur sensitiv für eure Finger. Ich kann auch mit diesem Belag hier die Tasten drücken. Ich habe es eben schon mit einer Schere getestet. Oder mit dem Kuli. Ich hätte keinen Bock, dass die Waage die ganze Zeit in meinem Rucksack rumpiepst, während ich unterwegs bin, weil sie gegen meine Mühle oder sowas kommt. Und die bleibt ja auch dann an. Die bleibt nämlich an, bis ihr sie ausschaltet. Ich habe noch keinen Auto-Standby von ihr mitbekommen. Sie bleibt einfach an. Der dritte Punkt, warum ich die Koyooko nicht durchdacht finde, ist, dass hier der Knopf zum Tarieren ist, aber auf der anderen Seite die Gewichtsanzeige. Und hier ist der Timer-Knopf und der Timer ist auf der gegenüberliegenden Seite. Warum? Warum ist das Gewicht nicht auf der rechten Seite und der Tara-Knopf auf der rechten Seite und der Zeitknopf auf der linken Seite und die Zeit auf der linken Seite oder eben andersrum? Die Timer macht es genau richtig. Gewicht rechts, Knopf rechts, Zeit links, Timer links. Also das verstehe ich bei der Koyooko nicht und deshalb wirkt sie auf mich echt nicht durchdacht. Der allerletzte Grund, warum die Koyooko für mich nicht durchdacht wirkt, ist das laute und nervige Piepsen. Die Timor hat ein viel angenehmeres Piepsen, was sich sogar ausschalten lässt. Das der Koyooko lässt sich nicht ausschalten. Ich habe morgens damit Filterkaffee geprüft und es hat einfach genervt. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt ein Fazit ziehen. Wenn ihr einfach eine Waage braucht, die genau misst, ihr über das Piepsen, die kleinen Ungereimtheiten hinwegsehen könnt, dann holt euch die Koyooko und spart euch 50 Euro. Holt euch dadurch lieber ein WDT-Tool oder einen neuen Kaffee und habt Spaß mit dieser Waage. Bei mir scheidet die Waage tatsächlich nur aus einem einzigen Grund aus. Und das ist, dass sie nicht unter meinen Siebträger passt. Wenn ihr aber zum Beispiel eine Lelit oder eine ECM habt, die größeren Abstellflächen haben als so eine Pratica, dann finde ich, könnt ihr die Koyooko getrost benutzen.
Und ich glaube, wenn ihr nur zu Hause mit ihr arbeitet, wird sie ein guter Begleiter sein. Um meine Suche langsam zu beenden, entscheide ich mich jetzt für die Timeout als zukünftiger Wagenbegleiter und hoffe, dass ihr mir viele Jahre Spaß bereitet, denn 100 Euro sind schon eine ganze Menge für so eine Waage. Ich bin gespannt, was wir noch alles zusammen erleben. Und das war mein Fazit. Wenn euch das Video gefallen hat, haut doch mal ein Like unten rein. Wenn ihr was zu Kuyooko sagen wollt, wenn ich unfair war, haut es mir in die Kommentare. Ich antworte auf jedes davon. Und ansonsten freue ich mich einfach wieder, wenn ihr einschaltet beim nächsten Video. Und dann sehen wir uns bald. Ciao!